Auch in China gibt es eine neue, junge, moderne Generation, die kaufkräftig ist und die da 150 Millionen Menschen umfasst. Wie sind die drauf? Welche Produkte wollen die haben? Und wie können wir davon profitieren als Aktionäre? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir halten uns für das Endziel der Geschichte, aber dadurch kriegen wir langsam Probleme mit unseren Begriffen. Bestes Beispiel: die Moderne. Irgendwann haben wir ja beschlossen, wir leben jetzt in der Moderne. Und dann sind aber die Jahre ins Land gegangen und dann hat man nachlegen müssen. Und dann hat man eben auch die Postmoderne ausgerufen. Das ist jetzt aber auch schon wieder 60 Jahre her. Also was kann jetzt noch kommen? Von der Begriffslogik her müssen wir jetzt wieder mit der Steinzeit anfangen. Und das Gleiche ist eben auch so mit unseren Generationen. Angefangen hat das Ganze ja mit der Generation X oder Generation X, die Jahrgänge von 1965 bis 1980. In Deutschland überlagert durch die Generation Golf. Danach muss es irgendwie auch eine Generation Y gegeben haben, aber die war wohl derart nutzlos und uninteressant, dass sie gleich übersprungen worden ist meistens. Und dann kommt endlich die Generation Z, die, die ab 1997 geboren sind, wobei Generation Z natürlich gleichzeitig auch nahelegt, das ist jetzt die letzte Generation, die hier auf Erden wandelt. Aber es geht natürlich wie immer darum, dass sich die Generation Z eben auch unterscheidet von anderen Generationen, dass sie andere Erfahrungen gemacht hat, andere Vorlieben hat und das ist natürlich besonders wichtig für Marketingstrategen und für Anlagestrategen, auch die Generation Z ist jetzt erwachsen, sie verdient eigenes Geld und gibt Geld aus. Und die meisten Vertreter von der Generation haben wir in China. Wie soll es auch anders sein? Da sind das 150 Millionen Menschen. Und in China, da ist der Unterschied zwischen den älteren und den jüngeren Generationen ja auch besonders drastisch, wegen dem schnellen wirtschaftlichen Aufstieg. Vor 30, 40 Jahren, da waren so gut wie alle Chinesen bettelarm eben noch. Aber die jungen Chinesen im Vergleich dazu, die sind eben auch schon mit einem relativ hohen Wohlstand aufgewachsen und sie sind mehrheitlich urban, sind mehrheitlich gut ausgebildet inzwischen. Und dadurch entstehen jetzt eben unter Umständen auch ganz neue interessante Märkte. Und es ist ja sowieso so, der chinesische Binnensektor ist ja einfach darum schon interessant, dass da in wenigen Jahren natürlich eine riesige Mittelschicht entstanden ist mit hunderten Millionen kaufkräftigen Chinesen. Ich weiß, olle Kamellen, das haben sie alle schon tausendmal gehört, aber bei allem, was sonst so noch passiert ist in China in letzter Zeit, und das war ja nicht alles unbedingt gut, aber das Thema Binnenkonsum ist trotzdem nicht tot. Und der chinesische Binnensektor, der ist natürlich auch darum gerade interessant, weil die Konsumaktien im Moment am Boden liegen. Es gibt nämlich auf der einen Seite gerade eine starke Konsumzurückhaltung in China im Moment wegen der Corona-Politik und wegen der Immobilienkrise und dadurch wirtschaftliche Unsicherheit eben. Der chinesische Einzelhandelsumsatz, der ist im Dezember nur noch um 1,7% gestiegen. Das war dramatisch schlecht. Und auf der anderen Seite haben wir dadurch dann aber auch noch einen Anstieg bei Energiekosten, Rohstoffkosten, also die Inputpreise, die sind wiederum gestiegen. Und die Konsumgüterhersteller, die werden dadurch natürlich gerade von zwei Seiten in die Zange genommen. Auf mittlere Sicht ist das wahrscheinlich eine Chance, auch wenn es kurzfristig natürlich schon sein kann, dass dieser Druck jetzt erstmal sogar noch zunimmt. Und Möglichkeiten gibt es da viele in dem Sektor. Es gibt hunderte börsennotierte chinesische Konsumaktien, die man kaufen kann. Und das Spektrum, das reicht da von sowas wie, ja Gott, Nissin Foods, also ein großer Konzern, ist spezialisiert auf Instant-Nudeln, auf solche Cup-Nudeln, sind in Asien immer noch sehr, sehr beliebt, sieht man bei uns auch immer öfter. Ist grundsätzlich ein sehr stabiles Unternehmen, das zuverlässig wächst. Die Aktie hat sich auch meistens gut entwickelt, nur in letzter Zeit, da ist sie dann eben doch auch deutlich gefallen. Sie müssen da aufpassen, in Frankfurt, da gibt es die Aktie von Nissin Foods Holdings, das ist der japanische Mutterkonzern.
Und die von der Nissin Foods Company, das ist die in Hongkong gelistete China-Tochter, die wir hier haben. Oder auch Alibaba Group. Also klingt vielleicht komisch, dass man zwei solche Aktien jetzt vergleicht im gleichen Atemzug. Aber im weitesten Sinne ist Alibaba ja auch eine Konsumaktie und wird auch nur noch so bewertet wie eine schnöde Konsumaktie. Und nicht mehr wie ein Technologiekonzern mit einem KGV jetzt von knapp über 12. Hat auch unter der Konsumzurückhaltung gelitten, Alibaba, aber natürlich nicht nur. Ich kann zu Alibaba auch gern mal ein Update machen, falls das noch irgendwen hier interessiert. Aber jedenfalls ist die Aktie von Alibaba jetzt auf KGV-Basis günstiger als Nissin Foods. Nur Nissin hat auch nicht so oft enttäuscht in letzter Zeit. Man hat in China ja jetzt meistens noch so die ältere Generation vor Augen. Traditionell sparsam, und als sie dann eben doch reich geworden sind, haben sie sich erstmal klassisch Statussymbole gekauft. Also große Autos, Gold, Schmuck, Juwelen, Luxusgüter jeder Art sind dann bei uns busladungsweise ausgestiegen, haben die Kuckuckuhrläden erst leer gekauft und dann die Luxusuhrenläden. Das ändert sich aber und darum geht es eben auch heute. Und wenn Sie jetzt sagen, wie kann man in der aktuellen weltpolitischen Lage nur so ein Video machen über so ein banales, unverfängliches Thema und so tun, als wäre nichts passiert, dann kann ich dem entgegnen, natürlich ist es bei uns ein Thema alles und Sie kriegen dazu von uns morgen auch einen Zukunftsmärkte-Report, wo speziell darum geht, was heißt der Krieg in der Ukraine jetzt für China? Arbeitet China jetzt zusammen mit Russland gegen den Westen oder ist es da einfach in eine blöde Situation geraten dadurch jetzt? Oder ist China am Ende auch der große Profiteur von dieser Krise, vor allem wirtschaftlich möglicherweise? Und die Reports von uns, die sind gratis, Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wie gesagt, dieser Report geht morgen raus, also schnell noch dafür eintragen. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nutzen Sie das, es kostet ja auch nichts. Chinas Generation Z. 150 Millionen junge Erwachsene, die der jungen Generation bei uns schon auch ähnlich ist in vieler Hinsicht, aber in vieler andererlei Hinsicht eben auch nicht. Eine Generation, die jetzt eben in einem relativ hohen Wohlstand schon aufgewachsen ist, die auch aufgewachsen ist, wie selbstverständlich eben auch mit Smartphones, mit digitaler Technologie, die technologieaffin ist auch, also wahrscheinlich noch stärker als bei uns. Eine Generation, die aber eben auch immer noch eine Generation von Einzelkindern ist, weil die Ein-Kind-Politik in China, die ist ja erst 2015 abgeschafft worden. Eine Generation, die sich nach sozialen Kontakten sehnt, die aber immer weniger soziale Kontakte hat. Und eine Generation auch, die unter einem sehr hohen Leistungsdruck steht, von frühester Kindheit an in China. Also nur wer da hohe, sehr gute Schulnoten hat, der hat normalerweise auch die Chance, dass er später auch halbwegs ordentlich was verdient. Aber sie haben eben auch hohe Konsumbedürfnisse und hohe Konsumansprüche. Zum Beispiel 15% vom Einkommen werden da ausgegeben für Luxusgüter in dieser Generation. In den USA und Großbritannien ist der gleiche Anteil bei 4% nur. Und es muss zwar auch in China da jetzt nicht immer das Teuerste sein und das Beste sein, aber die Zeitschrift Vogue, die hat da zum Beispiel letztes Jahr eine große Umfrage gemacht in China mit 6.000 Teilnehmern. Da kam raus, denen ist eben schon sehr wichtig, was sie konsumieren, was sie damit auch ausdrücken können. Also sie definieren sich da auch stark drüber, beschäftigen sich viel mit Produkten, mit Konsumtrends auch. 70% beschreiben sich als professionelle Konsumenten, denen es dann schon wichtig ist, dass sie entsprechend ihre Hausaufgaben auch gemacht haben, bevor sie was kaufen. Und jetzt wissen Sie auch, was ich in meiner Freizeit für Zeitschriften immer lese. Aber abgesehen davon, also es gibt bei den jungen Chinesen inzwischen außerdem auch sowas wie Nationalstolz und auch eine Rückbesinnung auf traditionelle chinesische Werte. Die sind jetzt nicht unbedingt anti-westlich. Es ist aber auch nicht mehr so, dass man denkt, damit irgendwas toll ist oder damit irgendwas hochwertig ist, muss es unbedingt aus dem Westen sein. Oder wie das ein chinesischer Analyst neulich gesagt hat, die junge Generation glaubt nicht mehr, dass der Mond im Westen runder ist als in China.
Und das Ganze geht dann aber auch einher mit einer hohen mit einer hohen Verschuldung für Konsum. Das Volumen von den ausgefallenen Kreditkartenschulden war 2020 bei 13 Milliarden Dollar in China, 10-mal so hoch wie 10 Jahre vorher. Die Mentalität da in der Hinsicht hat sich also auch komplett geändert und viele junge Chinesen sind dadurch, obwohl sie ein eigenes Einkommen haben, immer noch abhängig von ihren Eltern und ihrer Familie. Jetzt könnte man sagen, davon profitieren vielleicht ja Kreditkartenanbieter und so Kreditvermittlungsportale. Das ist aber inzwischen so ein Missstand, dass Peking diese ganzen Internetkreditportale zurzeit massiv reguliert, weil man das für eine gefährliche Entwicklung hält. Also siehe Ant Group von Alibaba. Das ist also im Moment schon ein riskanter Sektor. Und das gleiche bei Gaming, also bei Computerspielen, die auch exzessiv gespielt werden von den jungen Chinesen, was die Regierung aber auch nicht will und als ein Zeichen von Dekadenz sieht. Und die Zeiten, in denen Minderjährige zum Beispiel es überhaupt da spielen können, die sind schon massiv begrenzt worden auf 1 Stunde pro Tag von Freitag bis Sonntag. Und China hat seit Juli auch kein einziges Computerspiel neu zugelassen. Insofern Gaming-Aktien so wie Tencent oder NetEase, die da vielleicht naheliegen würden. Hier haben wir Tencent, der 5-Jahres-Chart, war letztes Jahr noch das wertvollste Unternehmen in Asien nach Börsenwert, sind jetzt aber stark zurückgekommen, aber trotzdem nach wie vor nicht unproblematisch. Wenn es was gibt, das absolut im Trend liegt und das auch noch gefördert wird von Peking, dann ist es Bewegung und Sport. China soll Sportnation werden, das ist festgelegt worden 2014 im berühmten Dokument Nummer 46. Es gibt inzwischen hunderte von Sportakademien, von Fußballschulen und so weiter. Für die ältere Generation, da war Sport ja noch was, das kam im Fernsehen und auf das hat man Wetten abgeschlossen. Die Jüngeren, die treiben jetzt selber Sport, Jogging, Walking, Radfahren, Wandern und seit der Winterolympiade oder durch die Winterolympiade jetzt auch immer mehr Skisport. Und die Zahl der Chinesen, die zum Beispiel in ein Fitnessstudio gehen, die ist vor Corona um 30% pro Jahr gestiegen. Es waren aber immer noch erst 3% von der Gesamtbevölkerung. Ist also noch ein sehr interessanter Wachstumsmarkt. Und es gibt ein halbes Dutzend von börsennotierten Sportartiklern zum Beispiel. Einer der größten ist Li Ning, benannt nach seinem Gründer Li Ning. War ein erfolgreicher Sportturner, fast schon ein Nationalheld, kann man sagen. Und Li Ning, die machen das meiste Umsatz mit Sportschuhen, Sportbekleidung. Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Dollar sind stark gewachsen auch die letzten Jahre. Die Aktie ist nicht mal ganz billig, KGV ist ungefähr bei 40, aber es ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Es kann aber auch anders laufen. Das ist die Aktie vom Wettbewerber Pu Sheng. Die ist stark gefallen und hat ein KGV von 6,5. Li Ning vertreibt hauptsächlich die eigene Marke. Pu Sheng vertreibt in China Adidas, Reebok, Asics und solche Dinge. Und etliche von den ausländischen Herstellern, die boykottieren ja zurzeit Baumwolle aus der Provinz Xinjiang. Und das ist aber beim chinesischen Konsumenten gar nicht gut angekommen. Die boykottieren jetzt wiederum die ausländischen Anbieter. Das heißt jetzt nicht, dass das mit Pu Sheng jetzt gar nichts mehr wird, weil die Marken, die die haben, die sind schon stark. Aber wahrscheinlich muss da jetzt über die Sache doch erstmal noch Gras drüber wachsen. Und das zeigt eben auch zweierlei, jetzt mal ganz grundsätzlich, also der chinesische Verbraucher wird patriotischer und einheimische Marken werden jetzt stärker auch. Kann für die ausländischen Marken ein Problem werden, aber der Markt insgesamt, der wächst eben. Wer Sport treibt, der kriegt natürlich auch schneller Hunger. Essen tun die Chinesen sowieso schon immer gern. Und je jünger sie sind, desto eher besuchen sie auch eine börsennotierte Gastronomiekette. Der Marktführer ist Yum China, das ist ein Ableger von Yum Brands aus den USA mit den wichtigsten Marken Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Ist in China viel populärer als McDonald's zum Beispiel oder Burger King und hat da 11.000 Filialen auch.
Und was interessant ist, ist, dass sie jetzt eben auch neue und lokale Marken hochziehen. Die spielen jetzt zwar noch nicht so die große Rolle, aber Yum China hat eben auch erkannt, dass man neben diesem typisch amerikanischen Angebot jetzt eben in China auch noch was anderes braucht. Auch Yum China hat gelitten unter der Covid-19-Politik, hat immer wieder Restaurantschließungen da eben auch gegeben. Die Aktie hat auch gelitten letztes Jahr, erholt sich jetzt aber wieder seit Mitte Januar entgegen dem Markttrend, auch obwohl die Zahlen die letzten Jahre nicht besonders gut waren. Und hier noch die Aktie von dem chinesischen Konkurrenten Xiaobu Xiaobu. Eine Hotpot-Restaurantkette. Hotpot ist vielleicht so eine Art Fondue, wo man jetzt alles Mögliche heiß macht in einer scharfen Brühe. Und das ist sehr gesellig und ist auch sehr beliebt. Und bis vor einem Jahr ist die Aktie wahnsinnig stark gestiegen, weil Xiaobu Xiaobu eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt hat. Ein Anstieg, der meiner Meinung nach damals übertrieben war. Aber jetzt liegt sie von ihrem Hoch letzten Februar fast 85% im Minus wieder. Und das war wahrscheinlich auch übertrieben. Auch hier haben wir jetzt viel Skepsis eben, was eine schnelle Erholung betrifft. Und sie sind außerdem defizitär gerade. Also ein Fallen Angel aus dem chinesischen Gastronomiesektor, den ich geeignet finde zur spekulativen Beimischung. Ein ganz wichtiges Thema für die junge Generation ist Lebensplanung und Familienplanung. Und da läuft es nicht so gut, was man so hört, also speziell für die jungen Männer. Durch die Ein-Kind-Politik gibt es einen hohen Männerüberschuss gerade in der Generation. Das ist ja nie ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft. Und die Geburtenrate sinkt auch dramatisch, obwohl man ja jetzt schon wieder 3 Kinder haben dürfte in China. Aber das hilft alles nichts. Und es gibt ja sogar schon große Kennlernveranstaltungen für junge Leute, die von der Kommunistischen Partei organisiert werden, damit es da mal vorangeht. Und die Männer, die beklagen sich, dass die Frauen jetzt eben so wählerisch sind und so materialistisch geworden sind und dass man da eben schon in jungen Jahren eine möglichst tolle Wohnung vorweisen müsste und ein möglichst tolles Auto, damit man von denen überhaupt wahrgenommen wird. Nur wie soll man das schaffen bei den Immobilienpreisen da im Moment? Und die Frauen wiederum, die sind viel emanzipierter geworden, die haben jetzt keine Lust mehr, dass sie gleich heiraten nach der Uni, sondern die wollen selber Karriere machen, wollen selber eben auch noch was erleben. Und letztendlich ist das aber ein ähnliches Dilemma wie bei uns, also man hätte eben alles gerne, natürlich, man hätte gerne eine Karriere, ein tolles Leben, aber trotzdem Kinder. Dadurch verschiebt sich alles nach hinten, ist völlig klar. Und ein großer Profiteur davon, kombiniert mit der demografischen Zeitbombe, das ist die Yingxing Fertility Group, würde ich sagen. Ein Spezialist für Reproduktionsmedizin, künstliche Befruchtung und diese Dinge. Das Thema steckt noch in den Kinderschuhen in China, aber die haben jetzt eben auch schon Kliniken und Zentren, inzwischen auch in USA und in Laos. Die Gewinne sind noch überschaubar und die Aktie ist auch stark zurückgekommen. Aber das ist meiner Meinung nach eins von den großen Themen der nächsten Jahre in China. Und dann habe ich noch einen Fallen Angel für Sie, an dem man auch sieht, wie schnell sich da eben auch das Blatt manchmal wenden kann im Konsumsektor in China und was da eben auch schon die sozialen Medien für eine große Rolle spielen. Vitasoy, ein Traditionsunternehmen für Tee und Säfte, aber eben auch Sojadrinks, liegt absolut im Trend, was man ja auch sehen kann an der Kursentwicklung bis letzten Sommer. Nur dann hat ein Mitarbeiter von denen in Hongkong einen Polizisten erstochen, bevor er sich selber umgebracht hat. Und ein anderer Mitarbeiter hat dann aber in einer internen Rundmail sein Beileid für den bekundet. Das ist öffentlich geworden und die chinesischen Verbraucher, die waren außer sich. Vitasoy stellt sich jetzt also hinter Polizistenmörder sozusagen und der Umsatz ist dadurch um 20% geschrumpft und der Gewinn ist um 95% eingebrochen. Auch da kann man nur hoffen, dass sich die Öffentlichkeit da wieder ein bisschen beruhigt, weil an sich ist Vitasoy nämlich ein sehr gutes, sehr aussichtsreiches Unternehmen.
Okay, damit habe ich jetzt das Ganze natürlich wirklich nur gestreift. Wie gesagt, es gibt im chinesischen Konsumsektor hunderte börsennotierte Unternehmen und davon viele, die eben auch von den neuen Konsumtrends, die wir haben und von der jungen Generation auch profitieren würden. Kino, Freizeit, Sport, Tourismus, Gastronomie, neue Produkte und so weiter. Und wie gesagt, die meisten von diesen Aktien, die notieren eben im Moment deutlich unter dem Niveau, auf dem sie vor 1 bis 2 Jahren waren. Und an die jungen Zuschauer vielleicht jetzt noch, also wenn einer aus meiner Generation spricht über die junge Generation, dann klingt das sicherlich immer irgendwie ein bisschen gönnerhaft. Aber lassen Sie sich nicht beirren von sowas, weil bei meiner Generation, da ist die Luft eben auch schon so ziemlich raus. Unser Beitrag zum Weltganzen ist auch nicht mehr der, der mal war. Je nachdem, wie weltoffen wir noch sind, sind wir jetzt entweder Käsegourmets geworden, entwickeln uns zu Rotweinkennern, denken ernsthaft darüber nach, dass wir uns Messerblöcke anschaffen für 20.000 Euro. Oder aber wir verschanzen uns auch gleich im Schrebergarten, klagen über alles, was irgendwie falsch läuft. Frauenwahlrecht zum Beispiel und überhaupt das Verschwinden von allen alten Werten und allen alten Obstsorten und allen alten Nutztierrassen. Und beide Alternativen gehen natürlich auch einher mit einem immensen Alkoholverbrauch. Ich selber habe mich noch gar nicht entschieden für eins dieser beiden Lager jetzt. Das mit den Nutztierrassen, das besorgt mich aber schon sehr, muss ich sagen. Aber wie auch immer, also ja, lassen Sie sich von uns jetzt nicht unbedingt immer was erzählen, außer vielleicht jetzt hier zu chinesischen Konsumaktien. Dazu demnächst noch mehr und denken Sie außerdem noch dran, dass Sie sich natürlich auch noch eintragen jetzt für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report zur Rolle von China im Konflikt zwischen Russland und dem Westen jetzt und zu den wirtschaftlichen Folgen eben auch entsprechend. Der Report geht morgen raus und Sie kriegen ihn auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.